Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um ein Teich-Update gehen. Vor genau einem Jahr haben wir den Teich umgebaut, Link in der Videobeschreibung. Der Teich ist jetzt viel besser, läuft viel stabiler, hat viel weniger Algen. Und den Fischen geht es viel besser. Die Pflanzen im Vordergrund wachsen extrem gut. Die Seerosen bekommen schön große Blätter. Dann haben wir da noch Iris gesetzt und herzblättriges Hechtkraut gesetzt. Die wachsen auch sehr gut und bekommen hoffentlich bald Blüten. Vom Fischbesatz her sind 10 Goldfische in verschiedenen Farben, die meisten sind rot, dann noch 20 Elritzen und eine Nase. Das sind gute Algenfresser. Im rechten mittleren Bereich haben wir ein paar Äste in den Boden hineinbetoniert. Das sieht sehr geil aus, wenn da die Fische dazwischen stehen. Und es bietet sich den Fischen sehr gut als Versteckmöglichkeit an. Im hinteren Bereich ist die Filterkammer unterm Kies drinnen. Das funktioniert auch einwandfrei. Das filtert wirklich sehr gut den Dreck weg. Im linken mittleren Bereich haben wir ein paar Unterwasserpflanzen gesetzt. Die wachsen sehr langsam, aber sie wachsen und sind ein wenig veralgt. Und es kommt auch oft vor, dass die Fische dran knabbern. Da ist ein schöner Krug jetzt im Wasser, den die Fische auch sehr gerne als Versteck nutzen. Die Insel ist auch sehr schön bepflanzt mit einem Farn und ein paar Steingartenblumen. So, und jetzt tauchen wir mal ab. Unter Wasser sieht man schon, dass da am Rand ziemlich viele Algen sind. Die stören aber überhaupt nicht, solange das Wasser glasklar ist. Die Seerosen treiben immer wieder neu aus, aber leider noch keine Blüten. Und den Fischen gefällt es natürlich extrem gut. Man sieht auch, dass die Goldfische extrem gut genährt sind. Die haben alle einen kugelrunden Bauch, obwohl wir nur ganz selten zufüttern. Also wirklich nur einmal im Monat oder so bekommen sie ein bisschen etwas. Also die finden im Teich mehr als genug Kleinstlebewesen und natürlich fallen auch viele Insekten auf die Wasseroberfläche. Den letzten Winter hat leider nur noch eine Muschel überlebt, deswegen sind da hinten auch leere Muschschalen als Deko drinnen. Die Fische sausen quietschlebendig herum und denen geht es wirklich sehr gut. So, und jetzt noch ein paar sehr schöne Aufnahmen zwischen den Ästen. So, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das Video vom Teichumbau findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.